ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Es war nicht langweilig. Nicht nur einmal stand die Bundesregierung auf der Kippe und erst in dieser Woche gab es wieder eine überraschende Personalie. Wenn es nach ihr geht, ist alles wie immer. Politik eben. Doch so entspannt sich Kanzlerin Merkel auch gab. Es liegt eine turbulente Zeit hinter ihr. Und das spiegelte sich in den Fragen, die heute auf der sogenannten Sommerpressekonferenz in Berlin zu hören waren, wieder. Seit 14 Jahren ist Angela Merkel im Amt und seitdem gibt es auch den jährlichen Frage-Antwort-Marathon. Hanni Hüsch über 90 Minuten Merkel, Deutschland und die Welt. Wann eigentlich ist Sommer in Berlin? Wenn nun wirklich kein Mensch mehr durchs Parlamentsgebäude streift? Oder wenn nicht mehr die Abgeordneten, sondern die Bötchen Wellen schlagen? Nee, erst jetzt ist Sommer. Morgen. Auftritt Merkel, 1:30 Kammerspiel vor Hauptstadtkorrespondenten, ein One-Woman-Act. Kaum einer erinnert, dass es jemals anders war. Fast ewig, die Kanzlerschaft aber nicht am Ende. Schluss soll 2021 sein, übrigens bei guter Gesundheit. 2021, habe ich ja gesagt, ist der Abschluss meiner politischen Arbeit, aber dann hoffe ich, dass es noch ein weiteres Leben gibt. Und das würde ich dann auch gerne gesund weiterführen. Aber jetzt ist 2019 turbulente Wochen absolviert. Kramp-Karrenbauer im Kabinett, von der Leyen Kommissionspräsidentin in Brüssel. Zufriedenheit darüber klingt bei Merkel so. Wir müssen ja jetzt nicht übermäßig stolz sein darauf, aber dass wir jetzt irgendwie die Einzigen sind, die in Europa griesgrämig rumrennen, ist auch vielleicht nicht notwendig. Eine Veranstaltung wie eine Beruhigungspille. Die Kanzlerin verschreibt realistischen Optimismus sich selbst, der Koalition, der SPD. Mit den drei Interimsparteivorsitzenden, mit dem Vizekanzler arbeiten wir sehr, sehr verlässlich zusammen. Und das gibt mir auch den Optimismus, dass man die Regierungsarbeit sehr wohl weiterführen kann. Der Herbst wird heiß, wegen des Klimas, des schlechten Klimas zwischen Himmel und Erde. Am 20. September wird das Klimaschutzkonzept geliefert. Ich plädiere dafür, dass wir neben anderen Maßnahmen auch eine Bepreisung haben werden. Welche Art wir sehen, welche Art des Sozialausgleichs wir sehen. Aber Sie verstehen sicherlich auch, dass das sehr wohl durchdacht sein muss. Und weiter geht's. Driften Ost und West auseinander? Merkel verlässt den sicheren Alles-ist-gut-Pfad, die Ostdeutsche spricht. Das Problem eines Lebens in der DDR ist einfach, dass man so vieles gemacht hat, was in der alten Bundesrepublik nicht mehr gebraucht wird. Schnell gucken, ob es noch Tempotaschentücher gibt und dann zugreifen oder Tomatenmark hamstern. Sich auch mal in die Lage der anderen hineindenken, zuhören, empfiehlt die Kanzlerin zum guten Schluss. Und wann könnte man das besser machen als jetzt, wo der Sommer endgültig begonnen hat? Wenn etwas exzellent ist, dann ist es mehr als erstklassig. Und wo brillante Arbeit geleistet wird, da will man doch hin. In diesem Fall Studenten und Wissenschaftler an die besten Hochschulen hier im Land, die sich Exzellenzuniversitäten nennen dürfen, ausgewählt nach einem langen Bewerbungsverfahren. Heute wurden Universitäten in 10 deutschen Städten mit dem Titel Exzellenzuni ausgezeichnet, vergeben von einer Kommission aus Wissenschaft und Politik. Eine von ihnen ist die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, eine andere die in Aachen. Nicht nur der Name wird dort über dem Campus erstrahlen, sondern auch das Extrageld, das mit der Auszeichnung verbunden ist, für große Freude sorgen. Rupert Wiederwald. Es dauert, bis zu sehen ist, was die Fräse aus dem Metallblock macht. Außer man schaut auf diesen Bildschirm. In Echtzeit wird dort dargestellt, was im Metallblock passiert und wo es Probleme gibt. Das können Sie hier oben ganz schön sehen, so ein bisschen wie, ich sag mal, Google Maps. Ja, also da, wo es rot ist, haben wir ein Problem. Grundlagenforschung an der RWTH Aachen. Es geht um die Verarbeitung von großen Datenmengen in sehr kurzer Zeit. Elementar für moderne Industrieproduktion. Die Rheinisch-Westfälisch-Technische. Und einer der Gründe, warum Rektor und Forscher der Technischen Hochschule heute jubeln konnten. Sie dürfen sich zum Kreis der Besten in Deutschland zählen. Wieder mal. Seit 2007 ist Aachen Exzellenzuni und das bleibt auch so. Das bedeutet Anerkennung, Prestige
und natürlich Geld. Mit dem Titel Exzellenzuniversität gehen ja auch 15 Millionen Euro jedes Jahr einher. Das sind flexible Mittel, die wir ganz konzentriert auf Zukunftsprojekte, auf Zukunftspersonen, auf Zukunftsthemen setzen können. Und das macht ja auch viel Freude. Hoch hinaus wollen sie auch an der Uni Bonn. Diese Drohne ist Sinnbild dafür. GPS-gesteuert zeigt sie den Bauern zentimetergenau, wo Getreide, Unkraut oder Wildblumen wachsen oder ob die Ernte eingeholt werden muss. Auch hier geht es um Daten. Einer von 6 Forschungsschwerpunkten, die die Uni jetzt zum ersten Mal in die Spitzengruppe der Besten aufsteigen lässt. Jetzt ist die Uni Bonn auch erste Liga. Mit diesem Status ist wesentlich mehr Sichtbarkeit verbunden und man hat dadurch die Möglichkeit, bessere Wissenschaftler, bessere Studierende, bessere Mitarbeiter zu akquirieren, weil der Pool der interessierten Leute einfach größer wird und man damit mehr Auswahl hat. Dafür haben sie viel investiert. 2 Forscher waren alleine bei diesem Projekt ausschließlich mit der Bewerbung für die Exzellenzinitiative beschäftigt. Die Verlockung des Geldes macht es möglich. 1 Milliarde Euro in den kommenden 7 Jahren steckt der Bund ausschließlich in die erste Liga der Unis. Und das könnte für den Rest zum Problem werden, fürchten Kritiker. An den Nicht-Exzellenz-Unis wird es in Zukunft schwerer, Spitzenforschung zu machen, weil die guten Leute natürlich versuchen werden, an die Exzellenzuniversitäten zu kommen. Und für die Lehre bedeutet es bundesweit, dass die Bedingungen sich eher verschlechtern. Denn in der Vergangenheit hätten die Professoren, die durch die Exzellenzinitiative gefördert wurden, allzu oft ihre Lehrtätigkeit runtergefahren. Es ginge ja vor allem um Forschung, so die Begründung. In der Golfregion haben sich die Spannungen mit dem Iran weiter verschärft. Mehr dazu jetzt im Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner. Am Abend haben die iranischen Revolutionsgarden in der Straße von Hormus einen Öltanker gestoppt. Im Staatsfernsehen hieß es, das Schiff habe gegen internationale Vorschriften verstoßen und sei beschlagnahmt worden. Es fährt unter britischer Flagge und gehört der schwedischen Reederei Stena Bulk. Diese erklärte, sie habe keinen Kontakt zur Besatzung. Das Schiff sei in internationalen Gewässern gewesen, als sich ihm mehrere kleinere Boote und ein Hubschrauber genähert hätten. Die Zahl der Kirchenaustritte in Deutschland ist im vorigen Jahr sprunghaft gestiegen. Sie verfehlte nur knapp einen neuen Höchststand. Aus der evangelischen Kirche traten 220.000 Menschen aus. Das waren gut 11% mehr als im Jahr zuvor. Bei den Katholiken entschlossen sich 216.000 zum Austritt, ein Anstieg um 29%. Die rechtsextreme NPD soll kein Geld mehr aus der staatlichen Parteienfinanzierung erhalten. Einen entsprechenden Antrag stellten Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat beim Bundesverfassungsgericht. Nach einem Gesetz von 2017 stehen Parteien keine staatlichen Gelder zu, wenn sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgen. Das Bundesverfassungsgericht hatte zwar ein Verbot der NPD abgelehnt, sie aber als verfassungsfeindlich eingestuft. In rund 30 deutschen Städten haben Schüler erneut für sofortiges Handeln beim Klimaschutz demonstriert. Trotz der Sommerferien kamen zum Beispiel in Berlin etwa 2000 Menschen zur Kundgebung unter dem Motto Fridays for Future. Dort sprach auch die Begründerin der weltweiten Bewegung Greta Thunberg. Der nächste globale Klimastreik ist für September geplant. Auch die Klimaengagierten von Fridays for Future haben sicherlich erst einmal nichts gegen blauen Himmel, strahlende Sonne und wenig Regen im Sommer. Ferienkinder und Urlauber bezeichnen das üblicherweise als Idealwetter. Waldarbeiter und Winzer aber runzeln zunehmend die Stirn. Und das ist dann auch wieder eine Bestätigung für die Klimaretter. Weinberge sind oft nach Süden oder Westen geneigt, um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen. Man spricht gerne von einer sonnenexponierten Lage. An der Mosel allerdings leiden derzeit die Reben unter Trockenstress, vor allem die Jüngeren. Der Wasservorrat im Boden wird immer weniger und viele Stöcke kümmern vor sich hin. Es ist zu trocken, nicht nur für den Riesling. Johanna Wahl berichtet. Postkartenidylle an der Mosel. Sommer von seiner schönen Seite. Aus der Nähe aber trübt sich das Bild. Die Trockenheit macht den jungen Weinstöcken hier in den weltweit bekannten Steillagen zu schaffen. Winzer Harald Steffens schneidet daher Teile der Rieslingtrauben ab. Trauben, die noch lange nicht reif sind. Er opfert sie, um den Weinstock als Ganzes zu retten, denn es ist einfach zu trocken. Die Rebe hat jetzt nur noch eine ganz, ganz begrenzte Menge an Wasser zur Verfügung. Und wenn das Wasser jetzt auf alles verteilt wird,
kann die Rebe nachher kollabieren oder in ihrem späteren Leben. Und daher schneiden wir hier die Triebe ab mit Trauben und Blättern, sodass der Rest, der noch an der Rebe dran ist, eine Überlebenschance hat. Kaum Regen. Auch Deutschlands Wälder leiden massiv darunter. Das hier ist nicht Afrika, das ist Sommerrealität im Stadtwald von Mainz. Ein Viertel des Baumbestandes im Lennebergwald ist abgestorben. Eine Folge der Trockenheit im vergangenen und in diesem Jahr. Für Revierförster Stefan Dorschel eine Katastrophe. Was uns erschreckt, ist vor allem, dass hier der geschlossene Wald, der schattige Wald, der auch für den Erholungssuchenden schöne, angenehme Wald, dass der hier in diesem Bereich sich in Richtung so einer Heidelandschaft entwickelt. Und das ist was, was uns wirklich große Sorge macht. Und hier überhaupt auf diesen lichten Flächen wieder neue Bäume hochzukriegen, das ist schwierig. Aber sie versuchen es mit allen Mitteln. Auf Flächen, auf denen Kiefern abgestorben sind, haben sie tausende Eicheln ausgesät. Und sie gießen die Bäumchen. Sonst hätten die kleinen Eichen, weil es aktuell kaum regnet, keine Chance. Künstliche Bewässerung für den Wald von morgen. Wir im Wald versuchen natürlich hier, den Wald wieder aufzubauen mit unseren Mitteln, die wir haben. Aber die Klimaveränderung, die sich gerade abspielt, dagegen sind wir natürlich auch als Förster alleine machtlos. Sondern wichtig ist natürlich, dass die ganze Gesellschaft mitzieht, dass es Veränderungen in der Verkehrspolitik, in der Energiepolitik gibt. Den ganzen Wald gießen, das geht nicht. Genauso wie Winzer Steffens nicht seinen gesamten Weinberg an der Mosel bewässern kann. Nur die jungen Stöcke, die wegen ihrer noch kurzen Wurzeln besonders leiden. Ganz wichtig wäre es, wenn jetzt Regen käme letzten Endes. Das wäre uns viel mehr geholfen, wenn ich hier Wasser fahre. Und gerade Wasser ist ja auch letzten Endes auch hier bei uns begrenzt. Also ich habe heute Morgen den Brunnen leer gepumpt. Das heißt, beim nächsten Bewässerungsgang oder beim nächsten Tanken muss ich schon wieder Trinkwasser nehmen. Winzer Steffens ist dennoch überzeugt, dass der Anbau von Riesling hier eine Zukunft hat. Alternative Nutzungsmöglichkeiten in den Steilhängen, sagt er, gäbe es auch nicht viele. Lavendel vielleicht, Wald oder Ziegenhaltung. Da frage ich doch gleich Donald Becker, welches Wetter wir an der Mosel und im Rest des Landes für das Wochenende zu erwarten haben. Ja, zum Teil schwere Gewitter, aber das ist auch wieder nicht so gut, Pina, weil dann diese Platzregengüsse natürlich oberflächlich sofort abfließen und der Boden gar nicht die Zeit hat, diese Regenmengen aufzunehmen. Das ist immer das Schlimme. Und wir gucken uns mal die Wetterkarte an für morgen. Diese kleine Kaltfront sieht hier relativ winzig aus, hat zwar doch in sich. Sie wird uns morgen von Westen her die teils unwetterartigen Gewitter bringen. Und davor verstärkt sich erst einmal noch die Warm- bzw. man muss schon wieder sagen, Heißluftzufuhr. Auf dem Niederschlags- und Wolkenvorschaufilm sehen wir das sehr schön. Morgen Mittag geht los, hier dann am Niederrhein und Sie sehen hier das ganze Blaue, diese riesigen blauen Pakete. Das sind die schweren Gewitter, die sich entwickeln werden, langsam weiter nach Osten ziehen und am Sonntag auch noch über Süddeutschland liegen werden. Danach ist es für die meisten schon wieder relativ entspannt. Schauen wir in die kommende Nacht. Da wird es auch für viele im Osten und im Süden nur locker bewölkt sein. Örtlich bilden sich Nebelfelder, vor allem dort im Osten, wo es heute Nachmittag die Gewitter gab und die Regengüsse an der Nordsee. Leichtes Getröpfel, das ist so die Warmfront, die sich jetzt von Südwesten her zu uns auf den Weg macht. Und die Temperaturen sind dann meist so im Bereich zwischen 19 und 12 Grad angesiedelt. Örtliche Hochlagen werden auch noch ein bisschen weiter runtergekühlt. Der morgige Vormittag im Süden und im Osten weitgehend sonnig. Von Westen her, wie gerade gesehen, die ersten Gewitter, die dann am Nachmittag wirklich verbreitet diese Unwettergefahr bringen. Platzregengüsse sind möglich, Hagelschlag ist möglich, auch Sturmböen. Schwerpunkt wahrscheinlich morgen Abend so von der Lübecker Bucht bis nach Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im Osten und im Süden vor den Gewittern bleibt es erst mal bis morgen, zumindest 20 Uhr, erst einmal noch trocken. Deswegen kann dort die Temperatur auch auf 30 bis vielleicht sogar 34 Grad am Hochrhein ansteigen. Für die anderen ist es nicht ganz so heiß. Und der Wind dreht dann von südlichen bzw. südöstlichen auf südwestliche Richtung, wird insgesamt auch auffrischen. Und der Trend zeigt uns den Sonntag. Im Süden zum Teil noch kräftige Gewitter. Am Montag dann im Norden gebietsweise ein bisschen Regen und nicht ganz so heiß. Von Südwesten her rollt aber die nächste Hitzewelle in der nächsten Woche auf uns zu, Pina. Danke, Donald Becker. Und das war's von uns an diesem Freitagabend. Hier geht es weiter mit einem Krimi aus der Serie Polizeiruf 110. Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Tschüss.